wir schon lange nicht mehr vom Projekt Pfeif auf die Genetik geredet haben. Also wie gesagt, der Wenzel ist jetzt bei der Susi, bei meiner Co-Trainerin, ja? Und wir haben das jetzt, Pfeif auf die Genetik, ein bisschen ausgeweitet. Und zwar, weil so viele Leute kommen und sagen, ja, der Hund ist so unerzogen und zieht an der Leine, weil bei Corona konnten wir nirgends hingehen, wir hatten keine Hundebegegnungen und keine Menschenbegegnungen. Oder wir wohnen am Land, da ist es abgeschieden, da ist nie wer. Oder der Hund ist übernommen und kannte nichts, der war immer eingesperrt und nie außer Haus. Immer nur am eigenen Grund. Haben wir folgendes, weil die Susi hat eine andere Herangehensweise wie ich. Das heißt, wenn Trainer von mir für mich trainieren oder mit mir trainieren, dann arbeiten die nach meinem Prinzip, haben aber trotzdem eine eigene Sichtweise oder eine eigene Herangehensweise. Weil ich will keine Kopien von mir, sondern ich will Leute, die Probleme anders lösen, vielleicht sogar besser lösen wie ich. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich maße mir nicht an, dass das, was ich mache, eins zu eins von 100.000 Leuten kopiert werden muss, weil ich so toll bin. So, Entschuldige. Ich lerne durch die anderen und die anderen durch mich und wir lernen miteinander. Okay? Gut. Der Wenzel geht mit der Susi in eine Hundeschule, der macht dort einen Welpenkurs. Die Susi hat einen kleinen Garten, lebt mit ihrem Mann alleine. Der Wenzel ist ein Einzelhund jetzt. Die Susi geht aber jeden Tag mit ihm sehr oft Gassi, weil es eben nicht will, dass er einen Garten eine macht, wie die meisten Hundebesitzer. Also der Wenzel hat eigentlich ein normales Hundeleben. Ja? Geht raus, lernt Leute kennen, bla bla bla. Okay? So, und ich habe jetzt Winnie und Burgi seit voriges Jahr im Herbst, 6 Monate, 7 Monate, ich muss das nachrechnen, bin ein schlechter Hundebesitzer, ich war aber auch als Mutter nicht so, mein Kind ist 77 Wochen, 3 Tage und 5 Stunden, ich merke mir oft nicht einmal meinen eigenen Geburtstag, ja. Gratuliere mir die Leute, was ist denn heute? Na, dein Geburtstag. Aha. Also alles gut. Und die Burgi und die Winnie hat den Grund über 2 Hektar auch noch nie verlassen, die ist nur im Rudel aufgewachsen. Ich habe nicht einmal mit ihr trainiert in die 6 Monate, was bei mir ist. Überhaupt nicht. Und die Burgi habe ich mit 4 Monaten einmal mitgehabt bei einem Training, weil ich es einfach braucht habe für den Hund als Zweithund. Und ansonsten ist sie auch nur im Rudel aufgewachsen. Ich habe sie nie trainiert. Ich habe nicht einmal Sitz gesagt, ich habe nicht einmal Platz gesagt, ich habe nicht einmal Fuß gesagt. Nix. Ich meine, sie dürfen beim Gartentierl nicht rausrennen und die Basics hier, ja. Aber ich war nie mit ihnen draußen. Das hat den Grund, ich will jetzt wissen, wenn dein Hund in einem stabilen, gesunden Rudel aufwächst, einen stabilen, ja, halt einen halbwegs vernünftigen Rudelführer hat, ja, ob das dann wirklich so viel schwerer ist, wenn die erst mit 7, 8 Monaten wo rauskommen. Und das wird ganz spannend, weil dann nehme ich nächste Woche jemanden mit, der filmt und treffe mich nächste Woche mit der Susi. Und wir gehen dann gemeinsam. Der Wenzel, der in der Hundeschule war, im 2. Platz beim Hundeturnier belegt hat. Und die Burgi. Nächste Woche die Burgi, die Woche drauf die Winnie. Es gibt dann immer die Videos dazu. Die Burgi, die wie gesagt einmal mit 4 Monaten auf eine Stunde draußen war. Ansonsten auch immer nur hier am Grund war. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ja. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil ich denke mir, wenn du eine gesunde Basis mit deinem Hund hast und dir dein Hund vertraut, dann folgt er dir in jeder Situation. Und da musst weder Sitz, Platz, Fuß noch sonst irgendwas lernen, sondern das ist für den Hund selbstverständlich, weil wir ja auch in einem Rudel leben, dass wenn man mit dem Rudelführer wohin geht, dass man bei dem bleibt und vor allen Dingen, dass man sich am Rudelführer oder an der Mami, ich bin ja auch die Mami, weil das Rudelführer, das ist irgendwie so männlich behaftet. Oh, mein Führer! Dass man bei der Mama bleibt, ja, und dass man auf die Mama schaut und dass man hört, was die Mama sagt und dass man, gerade wenn man nie was erlebt hat, vorsichtig ist und eben schaut, was macht die Mama, bleibt man bei der Mama, wie, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie sie sich benehmen werden, ja, aber darauf haben wir das Projekt jetzt ausgeweitet. Erstens, der Stafford gegen den Labrador, der Labrador mit der Top-Ausbildung,
der Stafford mit den nicht so guten Grundbedingungen, ich meine, gute Grundbedingungen, die haben da Mörderleben, ja, aber sind nicht von Tag 1 trainiert worden. Habe ich wirklich nicht gemacht, ja. Erstens habe ich durch die volle Arbeit fast keine Zeit gehabt und zweitens wollte ich einmal wirklich das ausprobieren und wissen, wie ist ein Hund, wenn du sie wirklich so 6-7 Monate einfach im Rudel mitrennen lässt, dann rausnimmst und dann mit einer gehst. Also seid gespannt auf das nächste Rudel, auf das nächste Video nächste Woche und eure Meinungen interessieren mich sehr. Was haltet ihr davon? Und wie gesagt, die Hunde haben da 2 Hektar zum Spülen und immer 400 Quadratmeter Haus, 2 Hektar Grund. Die rennen da mal dumm, sind immer beieinander, also die werden auch nicht weggesperrt oder auseinander gesperrt. Die essen miteinander, die schlafen mit mir im Bett, also da gibt's nur gemeinsam, ja? Also von daher haben sie die beste Basis, die es gibt. Aber sie wollen halt noch nicht draußen. Natürlich kennen sie Besuch, der reinkommt. Und auch da korrigiere ich sie nicht, wenn sie hochspringen. Weil ich ja bei meinen Seminaren, bei meinen Workshop und bei meinen Managerschulungen will, dass sie das Verhalten an die Person, die eintritt, angemessen. Also wenn der eintritt und sie nicht so, dann springen die hoch. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator, weil die spüren genau, ist der wirklich ruhig, souverän und gefestigt oder tut er nur so. Und darum brauche ich Hunde, die mir das auch ganz klar anzeigen. Und darum werden sie da auch von mir nicht korrigiert. Das ist einfach das, was wir brauchen. So, jetzt bin ich gespannt auf nächste Woche. Ich schaue, dass wir Montag das Video dran. Spätestens Montag. Und ja, auf eure Meinungen bin ich gespannt und dann, was rauskommt, ich weiß es nicht. Das Video wird ungefiltert 1:1 so gesendet. Da habt ihr mein Wort drauf, da wird nichts beschönigt, da wird nichts retuschiert. Also ich meine, außer meine Mördermaskenbilderin, die braucht dann immer 3 Stunden, dass ich halbwegs noch was ausschaue. Gut, in diesem Sinne ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns am Montag.